Genau das Wichtigste tun. Moin. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen, die in ausschließlichen Informationen teilnehmen, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktienrenten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegenden Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Also Kapital darüber hinaus besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, die der Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen dieses Seminars oder Webinars beruft, weder von Dozenten noch von Forex Pro Systemen noch von deren Partner Führungsgehilfen übernommen. Übrige Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex Pro Systeme. Ich bitte, dieses in Zukunft auswendig zu lernen. Ab morgen wiederholt das jemand anders. Vielleicht hat ja einer von euch Bock zu lesen. Dann kann ich in der Zeit mir in Ruhe einen Kaffee holen. So, gerne. Trapp ab in die Küche. So geht's. So, hier ist außer Spesen nichts gewesen. Leider Gottes. Und der DAX kann sich momentan nicht so richtig entscheiden. Das wird sich vermutlich gleich ändern. Und zwar in wenigen Minuten. Wir werden uns gleich nochmal auf die Analyse von heute Morgen stürzen. Wir werden uns die Analyse nochmal anschauen. Wir werden uns da vielleicht ein kleines Stück gemeinsam erarbeiten, auch wenn der ein oder andere morgens unten haben wir das dabei ist und vielleicht ein bisschen genervt ist, weil wir das heute Morgen schon mal gemacht haben. Aber es waren nicht alle da und die heute Nachmittag hier da sind, haben, Anspruch würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind ja genau nachmittags dafür da, um ja auch effektiv irgendwo was zu erreichen. Und, wie heißt es immer schön, Lernen ist die Tochter der Wiederholung. Ich habe heute Morgen mal so den ein oder anderen Account durchgeguckt. Einfach mal so von den Leutchen, die im Eigeninteresse oder um meine Neugier zu stillen, eine Vollmacht erteilt haben. Hab doch so doch den einen oder anderen entdeckt, der im DAX Long ist. Mutig. Günther, Glückwunsch. Ich schwenk dazu mal auf den DAX. In 2 Minuten ist es 3:30, dann schauen wir auch auf den DAO. Ich hoffe. Also, das Spielchen hier. Das ist so ein klassischer Fake. Der erste Boff gab's einen. Das hier ist fast ein sauberes Szenario, fast ein klassisches Szenario für so einen Fehlausbruch und für so eine Umkehrpunkte, die geschaffen wurden. So, im dieser, der Barchart, hat für mich eigentlich mehr Aussagekraft, weil wir dort preisbasiert handeln. Und der DAX ist in der Regel preisbasiert, sicherer zu handeln als zeitbasiert. Christina, ich glaube, das werde ich nachher mal tun. Das habe ich bei dir noch nicht getan, aber das werde ich vielleicht mal tun. Günni, der Günther L. hat sich wohl die eine oder andere Analyse vielleicht von gestern mal endlich mal zu Herzen genommen. Und hat bei der 08 geschortet. Hat wahrscheinlich genau dieses Signal genommen. Gerne kannst du mich eines Besseren belehren, wenn deine eigene Entscheidung getroffen. Weißt du nicht, wie du dazu kommst, eigene Entscheidung zu treffen? Ich dachte, du bist verheiratet. Da ist man ja raus aus der eigenen Entscheidungsfindung, aber manche Männer sind ja so frech. Ich ziehe mich übrigens auch noch dazu. Wer haben hier die Gegenbewegung, die nochmal hochging bis 20, nachdem wir heute Morgen
kurz nach 9 mal ganz kurz die 31 geküsst hat und danach sogar die 36 noch mal ganz kurz touchiert hat. Alles, was wir hier im DAX jetzt machen oder auch im Dow Jones machen. Beim Dow Jones, um das zu erläutern für die, die neu sind, machen wir ausschließlich dieses Gap Close, dass wir sehen, wo die Amis starten. Die haben eröffnet bei 16.510 und haben gestern geschlossen bei 60, also 50 Punkte Gap. Wir haben im Down, haben wir das in der Regel, die doppelte Volatilität von dem, was wir im Euro haben. Heißt, im Klartext, wenn wir diese 50 Punkte hier zumachen im Dow Jones, wenn wir die zumachen sollten, ich werde sie heute ganz bewusst nicht handeln. Dazu ist mir der Markt viel zu shortig. Entgegengesetzt gefällt mir das besser. Wenn wir aber das Gap hier zumachen wollten oder wenn das einer tut, dann sollte er das Punkt A mit einer kleinen Position tun. Wir handeln gegen die Hauptrichtung. Mit der Hauptrichtung ist immer schöner. Und wir müssen damit rechnen, wenn wir hier 50 Punkte nach oben marschieren, dann müssen wir damit rechnen, dass der DAX noch 25 Punkte nach oben macht. Aber die hat er heute schon ein paar Mal hin und her gemacht. Dann sind wir bei der 9.210. Ich werde gleich mal die längerfristige Kiste hier auf den Markt rufen, wo ich die Analyse vom Wochenende rausgeschickt habe. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Das hat jetzt nichts damit zu tun, um zu kontrollieren, wer was macht. Sondern für mich ist es einfach wichtig, ist es in Punkt A informativ genug und zweitens ist es auch so gemacht, dass die Leute es auch erkennen, was wir da gemacht haben und das auch lesen. Wer hat aus der Mail, aus der Analyse oder die Analyse aus der Mail vom Wochenende geöffnet, wer hat sie gelesen und wer hat sie auch verstanden? Über Befolgen reden wir mal noch gar nicht. Aber ich hätte schon mal gern Feedback, weil wenn das zu versteckt ist, wenn wir das in die Mail packen oder so, dann würde ich mich bereit erklären, daran was zu ändern. Dann muss ich das woanders hinpacken. Dann müssen wir einfach einen Ort vereinbaren, wohin sowas gespeichert wird. Ich habe sie auf die Homepage hochgeladen, ich habe es auf die erste Seite gepackt vorne und habe die PDF hinten dran gehängt. Ich habe allerdings vergessen, das Ding zu tracken, um zu lesen oder zu sehen, wer sie überhaupt liest. Dafür brauche ich eure Hilfe. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich den DAO nicht gelongt habe. Okay. Hubertus hat es gar nicht gelesen, auch nicht gesehen. Okay, ich habe einen Teil an die Mail angehängt oder die PDF an die Mail angehängt und habe sie parallel dazu trotzdem auf die Homepage hochgeladen. Also, mal gucken, welches Bild ihr habt. Nicht, so rum soll das passieren. Wir gehen nämlich davon aus. So, hier ist die Startseite. Wenn man hier runter guckt, Auswertung KW31. Dort packe ich in der Regel die Auswertung von der letzten Woche hin. Kann man noch weiterlesen gehen und hier unten ist sogar verlinkt die DAX-Analyse. Die kann man sich dann downloaden, dann kann man sich die mal angucken. Und genau auf die würde ich jetzt ganz gerne auch Bezug nehmen. So.
Ich habe ganz bewusst, ich habe vorhin zwar das Bild aus Versehen auf dem DAX gelassen, aber hier den Dow habe ich ganz bewusst nicht gelongt. Die sicheren Dinge sind immer, wenn es in die Richtung geht, die auch zu erwarten ist. Das heißt, wenn wir heute einen Abwart-Gap gehabt hätten bei 16,6 oder so und hätten 50 Punkte fallen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich mit 20 Dows eingestiegen. Das hier läuft aber gegen den Trend und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir diese Woche irgendwo ein Island-Gap kriegen. Also mir geht es auch wirklich nur darum, dass man sieht, okay, kommt das überhaupt an, was wir rausschicken. Da ist sie. Wo habe ich euch jetzt? Man merkt auch, wie der Markt jetzt anfängt, nervös zu werden. Das darf er auch. Soll er auch. Das hier ist genau das Spiel. Wenn dieses Spiel fortgesetzt werden sollte oder soll, dann muss er oder sollte er richtig eine genockt kriegen. Weil wir haben hier die ersten beiden Tage, die hier gefallen ist. Das war bei uns der Donnerstag und der Freitag. Das hier war der Montag. Es war gestern schon so ziemlich absehbar, dass er eine neutrale Kerze bastelt, was er auch getan hat. Auf jeden Fall, wenn man den ganzen Tag nimmt und nicht nur die Amis. Der ist öffentlich. Günther, kannst du weiterleiten. Ich mache mich ja nicht strafbar damit, ist ja nur meine Meinung. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Land, sagt der sprechende Hosenanzug. Dann darf ich auch meine freie Meinung äußern hier. Ich darf zwar viele Sachen nicht sagen, aber das darf ich. Wir haben hier die neutrale Kerze hier drinne. Das ist der Montag gewesen. Jetzt müsste es, um da jetzt Dampf reinzukriegen, genau diese Kerze hinterherbringen, damit das gleiche Spiel passiert, was auch vor auf den Tag genau vor 3 Jahren passiert ist. Das werden wir aber sehen, was da passiert. Wissen tut es ja nun mal keiner. Wenn wir das ganze Szenario aber duplizieren, dann sehen wir, dass der hier gefallen ist von 7.300. Ich runde die ganze Geschichte mal. Und ist sogar gefallen. Wir gucken uns das gleich im Future mal an. Wo habe ich den? Aber nicht im Future, das gucken wir uns im Daily Chart an. Da geht es nämlich genauso gut. Ja, der Alarm ist noch nicht durch. Der muss da durch. Also ich bin short im DAX, so wie Günther auch. Und ich weiß, dass Manfred auch, Manfred C. auch short ist. Ich weiß, dass der ein oder andere damit schon unterwegs sind. Aber längerfristige Position mit Ziel, das erarbeiten muss jetzt einfach mal gemeinsam. Ich will jetzt aber von den Shorties keinen nervös machen, von den Longies jetzt keinen nervös machen, ihn dazu, damit jetzt überreden, seine Position zu schließen. Die Entscheidung muss jeder für sich alleine treffen. Wir haben hier das mache ich gleich, Raphael. Wir haben hier genau das Szenario, was hier eingeleitet wurde am 1.8. Am 1.8. ging das Klatsch, Klatsch, die ersten beiden Tage, dann die neutrale Kerze, der dritte Tag, dann die neutrale Kerze und dann ging es nochmal rapide Richtung Süden. Danach ist der DAX gefallen bis 4.950, kommen von 7.300 über den Daumen. Wir brauchen uns jetzt nicht um 20, 30 Punkte streiten hier, aber über den Daumen ist er um 2.400 Punkte ungefähr abgeklatscht. Was zu diesem Zeitpunkt insgesamt prozentual ungefähr 31-32% entsprach. Jetzt können wir das Ding drehen und wenden, wie wir wollen, wenn sie das Szenario wiederholt und die Bilder scheinen sich ja gerade irgendwo so ziemlich zu gleichen. Wenn das passieren sollte, dann haben wir
NBI 2300 Punkte vor der Nase, dann sind wir bei 7,677. Oder wenn man es prozentual auf 33% rechnet, sind wir sogar bei 7. Aber so schwarz will man ja eigentlich gar nicht malen. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, was wir jetzt machen, ist, der Dow versucht gerade das Gap zu schließen und der DAX, der hält sich aber hier noch recht wacker. Der ist ja jetzt mal gerade, wir können uns das gleich mal im 10-Minuten-Chart angucken, obwohl der Dow von 99 schon bis 30, der hat schon 30 Punkte gemacht, hat der Dow man gerade 7, 8 Punkte gemacht. Das heißt, der hält sich so richtig schön entspannt zurück und will diese Bewegung nicht zwingend mitmarschieren. Wenn der Dow da oben ist, DAX das Gap zumacht und danach eine Gnock kriegt, sollten wir recht zügig eine scharfe Bewegung sehen. Das sind einfach Sachen, die ich mir im Kopf aus alten Charts ziehe, aus alten Bewegungen ziehe. Das hat nichts damit zu tun. Es ist einfach nur meine Meinungsäußerung. Ich meine, wir sind ja dafür hier, dass man sich so in Sachen erarbeitet und dann auch kundtut, was man da tradet. Dafür sind wir ja hier, oder? Fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe einen total steifen Hals. Wahrscheinlich die Viagra zu langsam geschluckt. Das erste übergeordnete Ziel, deswegen habe ich dir das heute Morgen geschickt, Bärbel, oder heute Vormittag geschickt, das erste übergeordnete Ziel, was fällig ist, mit viel Glück bremst er für die Longies hier unten an der 9106, die er ja gestern schon fast geholt hat. Er war bei der 25, glaube ich, im Tief, im Low, Blödmann. Im Low 9128 war er am Tief. Das heißt, es fehlt noch ein kleines Stück bis zur 6, um dieses Tief hier zu holen. Hier haben wir das Tief 9101 und hier zwischen haben wir das Tief bei der 9192. Also bis dahin wäre jetzt erstmal Luft nach unten. Viel wahrscheinlicher ist es, und das sieht man auch, dass wir uns genau in diesem Bereich hier im Niemandsland bewegen. Hier ist nichts. Das heißt, wenn er da unten jetzt nachhaltig mit Musik dorthin marschiert und eine Verkaufswelle, so eine Stopwelle auslöst und da unten die 9.1 knackt, dann werden wir mit einem superzügigen Tempo wahrscheinlich richtig mit Schmackes Richtung 8,9 marschieren. Ich erinnere an den März dieses Jahr. Ich weiß nicht, wer in Frankfurt dabei war. Ich würde mir ganz gerne den Bereich mal rausholen. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Da, der 13.3. war meiner Meinung nach ein Donnerstag oder Freitag, weil genau da habe ich einen Vortrag im Frankfurter Büro mit BH gehalten. Da haben wir genau diese Position volle Granate durchgehandelt, wo kein Schwein dran geglaubt hat, dass er unter 9000 fällt. Aber so ein Tag, so wie hier, der 13.3., der zeigt uns, an der Börse ist es wie im Swingerclub, alles kann, nix muss. Johannes, das ist fast richtig, das langt nicht ganz. Sorry, da ist der Donnerstag gewesen, den Donnerstagnachmittag, und ich vergesse es nie, wie Manfred Schwendemann hinter mir gesessen hat, gesagt, ja, erzähl du mir was von 9000, aber nicht mehr heute. Und wer in meinem Vortrag das Ding da durchmarschiert, mir war mit 80 Dachsen unterwegs. Das hat gescheppert. Da habe ich fast 8.000 Euro gemacht, an einem Nachmittag, in anderthalb Stunden. Über 8.000 Euro, das waren 14.000 Dollar. Diese Szenarien, genau wenn so eine Marke bricht, und an der Marke sind wir haargenau jetzt, genau an der Marke vorher. Wir haben genau diesen Rücklauf. Hier an diesem Donnerstag haben wir das High
bei 9248. Das heißt, da ist er morgens irgendwo gestartet. Wir haben das High gestern bei 9259, 10 Punkte drüber. Heißt für mich nach wie vor, wenn das Ding jetzt hier durchpfeffert, dann gehen wir runter Richtung 91 und bricht die, dann wären wir recht zügig da unten Richtung 8900, 8930 gehen. Nur so zur Info, Bärbel, so viel zu deinem Stop. Wir brechen die ganze Geschichte jetzt mal runter. Wir haben ja noch Zeit bis 16 Uhr, weil da wird die Bewegung erst aufschlagen. Wir brechen jetzt die Bewegung mal runter auf die Stunde, wenn ich überhaupt einen Stundenchart habe. Wir lassen das Ding jetzt mal. Das Signal vom 15er Spannenchart ist immer noch aktiv. Schaut bei 9205 und der Stop gehört hier irgendwo oben drüber. Das Ziel gibt es ja auch her. Das Ziel unten die 89. Wir dürfen nicht vergessen, von hier kommt bis 89 haben wir 300 Punkte. Da, selbst bei einem ganz gesunden CRV von 2,5 oder zu 1 oder 2 zu 1, ganz gesundes CRV, können wir mit einem Risiko von 120, 130, 140 Punkten leben. Dürfen wir auch leben. Werden wir die Positionsgröße unserem Konto anpassen. Also ein bisschen Luft nach unten. Ich weiß, dass hier ein paar Leute long sind. Ein bisschen Luft nach unten würde ich ihm geben. Dass er hier jetzt vielleicht mal durch die 72, durch die 73 geht und dort ganz kurz mal durchlugt nach unten, um dort abzuräumen. Das wäre noch verständlich. Aber viel tiefer, wenn er tiefer geht, das ist jetzt die Info für die Longies, wenn er dann viel tiefer geht, dann sollte man irgendwo sehen, die Reißleine zu ziehen. Wer das ganze Bild, so wie es sich jetzt hier darstellt, macht so, ich weiß nicht, ich kann es euch nicht fachlich begründen oder ich kann es euch jetzt nicht so begründen, wenn man sagt, ah, deswegen. Das ist so eine Geschichte, wenn man so ein Bild sieht. Tock, tock, tock. Da drauf, da drauf, da drauf. Hier ganz kurz durch, aber gleich wieder zurück. Hier wieder drauf. Das stinkt förmlich danach, als wenn da einer mit einem Eispickel irgendwo auf so einer Eisfläche, auf so einem Teich steht und immer wieder mit der Spitzhacke auf die gleiche Stelle haut. Und irgendwann hat man einen Riss drin und dann geht es pladauts dahin. Die Shorties, die hier jetzt dabei sind, die hier unterwegs sind, mal gucken, Günther L. hatte vorhin gerade was dazu geschrieben. Genau, den Stop sollte man dann auf jeden Fall nachziehen. Irgendwo über, also ich will den Stop nicht auf die 24 ziehen, ich will ihn auf jeden Fall über das Hoch ziehen. So. Jetzt ist genau das passiert, was wir vermutet haben. Jo, ich auch. Kleiner Augenblick, ich muss nur meine Stops nachziehen.
So. Sorry, musste ganz kurz ans Telefon. Das ist immer schön, wenn auch auf mich einer aufpasst. Ich hatte nämlich den Trade Guard rausgenommen und dadurch war der Stop nur, ich war schon mit 15 Dachsen unterwegs und hatte den Stop auf 15 und habe jetzt erhöht auf 30 Dachse und hatte dadurch, dass ich den Stop manuell gesetzt, nur noch auf 15. Das heißt, er hätte auch in die Hose gehen können. Okay, meine Position ist Break-Even abgesichert, ist mir auf dem Konto auch egal jetzt. So. Jetzt ist genau dieses Szenario passiert, was wir die ganze Zeit hatten, wo wir die ganze Zeit vorgewarnt haben. Jetzt sollte es auf jeden Fall hier runter Richtung 9130 gehen. Wer das durchhält, der sollte da unten drüber nachdenken, einen Teil vielleicht glatt zu stellen oder vielleicht ganz rauszugehen. Der Euro zieht gerade hinterher. Ganz kurz, ich muss mal ganz schnell was regeln, wenn ich darf. Es ist ein bisschen schwierig für mich. Ich bin auf drei Konten unterwegs und muss einen Teil über TeamViewer regeln, wenn ich darf. Der Short-Durchbruch, der ist, glaube ich, schon fast gesetzt, Hubert. Also ich würde da nicht mehr lange drüber nachdenken. Aber okay, wenn die Regel ist schon, hast du vollkommen recht, wenn die 5-Minuten-Kerze jetzt da drunter schließt, dann kann es durchaus passen. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. So. Ja, können eng werden mit der 5-Minuten-Kerze. Wir haben noch 30 Sekunden. Wir haben jetzt gerade sauber den Rücklauf. Die Bestätigung am Ausbruchslevel, wenn er sich jetzt da drunter hält, dann wäre es dazugekommen. Ja, also ich werde euch nicht die Entscheidung abnehmen, ob ihr da jetzt noch einsteigen könnt, aber wir haben jetzt das klassische Szenario. Durchbruch haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen. Rücklauf, jetzt ist der Durchbruch bestätigt. Ziel haben wir hier unten. Jetzt wird das CRV wird ja von Mal zu Mal schlechter, von jeder Bewegung, von Bewegung zu Bewegung. Ziel haben wir hier unten, ist die 9130. Das heißt, wir haben noch 40 Punkte. Nach oben haben wir die 9203. Das heißt, wir müssten mit 30 Punkten Stop rechnen, um da oben drüber zu kommen, zu 40 Punkten Ziel. Die 5-Minuten-Kerze hat da drunter geschlossen. Es spricht alles dafür, dass er auf jeden Fall hier runter marschiert, aber ich verbürge nicht mein Hintern dafür. Ich habe zu wenig davon. So, Tiefs hat mir die ganze Zeit bei 80 ungefähr, bis auf den Spike hier unten. Die Linie hat recht gut gehalten, also bis 78, 79, 80 sogar darf er noch zurücklaufen. Im Zeitbasierten sehen wir, dass er gerade einen Abwärtsgap gemacht hat von 73 auf 76, was für eine beschleunigte Abwärtsbewegung spricht, wenn das Gap geschlossen wird.
Also ich werde euch nicht sagen, einsteigen oder nicht einsteigen. Das tue ich nicht. Wir können uns das gleich mal im 1-Minuten-Chart noch angucken. Wo habe ich den jetzt? Da. Und dann sehen wir, die Korrektur darf laufen, was haben wir gesagt, bis 80 ungefähr, völlig problemlos machbar. Stressfrei. Ausbruchslevel deckt sich mit dem Korrekturlevel, soweit wieder das Ding laufen darf. Wir sind von 96 eben ganz kurz runtergelaufen bis fast 50. Das heißt, wir haben 46 Punkte gemacht. Wenn das gleiche, die gleiche Bewegung, diese Bewegung jetzt nochmal macht, sind wir genau am Tagestief von gestern. Rein rechnerisch. Alles kann, nix muss. Ich muss aufpassen, ich habe ja einen Rechner zu wenig laufen und ich habe eine Position im Euro drin, Short seit heute Mittag und ich habe da. So, die Order, die fliegt bei 57 unten raus, das kann sie auch. Im Euro bin ich eingestiegen heute Mittag. Zeige ich gleich. Es ist bloß schwer, weil das eine Konto bediene ich über TeamView auf dem anderen Rechner, das andere auf dem webbasierten Server hier, um da die Stops nachzuziehen. Und hier haben wir den DAX, hier haben wir den DAX ein paar Mal geschortet, immer nochmal nachgelegt. Hier sind wir mit 20 DAXen drin, in dem anderen Konto hier sind wir mit, zeige ich gleich mal, mit 30 DAXen drinne. Und wir sind mit 100.000 im Euro Short. So, das war klar, 16 Uhr und der Euro geht ab wie Schmitzkatze. So, jetzt den DAX müssen wir uns angucken, wie weit er jetzt noch zurücklaufen kann. Den sollten wir jetzt, Euro-Position habe ich rausgenommen. Die ist genau mit 20 Punkten rausgeflogen. So, Schlusskurs an der 61,8. Ich musste die Position im Euro rausnehmen, ich konnte nicht mehr. Ich bin ja auch nur begrenzt belastbar. Man kann ja mal 25 Bälle auf den Schlag hier hochhalten.
Die DAX-Position ziehen wir das Ding mal hier rüber. Sollte uns der hier jetzt wieder ein Engulfing zeigen, dann auf geht's. Wir erinnern uns an das Bild von 2011. Nach dem Bild sollte es oder müsste es heute noch einen Schlag geben. Wir wissen es nicht. Nein, klar wissen wir es nicht. Also die Korrektur 61,8 hat er jetzt auf jeden Fall. Wie ist das Chartbild hin? Da. Die Korrektur von der Bewegung hat er auf jeden Fall vollzogen. Sauber. Wenn wir jetzt den Fibo verziehen. Und da auf ungefähr auf das Hochpacken. Dann landen wir bei 9136. 9136. Tagestief gestern 9128, absolut identisch. Wenn die DAX-Position durchläuft und wir alle break-even sind, werde ich das Webinar beenden heute. Erstens einen steifen Hals, es ist schwer drei Bildschirme im Blick zu behalten und dennoch auf der webbasierten Plattform. Ist das nicht so schön. Wir haben die 8.900 auf dem Deckel. Wenn er sich die holen sollte und wirklich das Spiel von 2011 wiederholt, sehen wir die 8.9 heute noch oder morgen. Ich appelliere zwischendurch mal an die, die mit relativ kleinen Konten unterwegs sind. Bitte, bitte, bitte nicht die Gier durchknacken lassen und jetzt hier mit Riesenpositionen unterwegs sein. Wir dürfen nicht vergessen, jetzt mit zwei Dachsen belastet eure Marge mit 100 Punkten, mit 100 Euro. Wenn er die Marge mit 100 Euro belastet und der geht Richtung 8,9, auch damit verdient man 400, 500 Euro. Dann muss eine alte Frau verdammt lange für stricken. So. Das Tief hier unten. Wenn er das jetzt nochmal anläuft und er hält sich immer noch wacker unter der 70, unter der 74, mal ganz kurz da oben durchgespiked, um genau an die 61,8 die Stops da drüber zu holen.
Oh, danke, Rolando, habe ich jetzt erst gelesen, aber ich habe die Position im Euro schon geschlossen. Aber danke, dass ihr aufpasst. Schön, wenn man auch jemanden, sage ich ja, wenn man da draußen jemanden hat, der fürsorglich ist und aufpasst. Ich habe den Stop bei 20 Punkten nicht nachgezogen, sondern bin mit 20 Punkten rausgeflogen. Okay, DAX-Position ist ja klar im Moment, oder? Dann widmen wir uns mal kurz dem Euro. Auch wenn man hier den Einstieg jetzt nicht sauber sehen kann, weil ich das auf der webbasierten Plattform betreut habe. Da bin ich rein heute. Genau hier. Dieses Szenario heute Mittag habe ich genutzt. Dieses Szenario habe ich genutzt und bin, wie gesagt, vorhin mit der Position rausgeflogen und nun ist ja auch gut. Langt ja auch. Ist auch völlig in Ordnung. So. Und hier eben mit der Klatsche bin ich rausgeflogen. Alles gut. Okay, dann war es heute Morgen. Für mich ist das mittags, Georg. Da, das ist 10:30, 10:45. Das ist für mich mittags. Für dich vielleicht nicht. Du hast vielleicht ein Brötchen auf dem Teller. Ich habe da schon die ersten 5 Stunden auf dem Deckel. Okay, Euro, die Nummer ist durch. Für mich jedenfalls. Auch wenn er hier vielleicht noch einen Schub Richtung 50 oder so machen könnte, abwarten. Und beim DAX werden wir uns das Verhalten jetzt sauber reinziehen. Aber die Setups sind, glaube ich, klar, dass man weiß, wo die Stops hingehören. Auf jeden Fall über das letzte Hoch hatten wir jetzt bei 9.183. So viel mehr Luft würde ich da nicht mehr ranlassen. Also mich würde es nicht wundern, wenn man Spike da oben nochmal ganz kurz durchguckt. Also ein Stop irgendwie auf 90 oder 95, dass man aus dem Verlust ist, wäre, glaube ich, angebracht. Ne, Günther L. und Manfred C. sind Fragen dazu. Ja, du willst dich jetzt nicht mehr mit Verlust rausfliegen, oder? Günther? Also, wer hart ist, legt den Stop hier oben auf die 9205 oder 9206, wer die Nerven dafür hat. Und wer anders sollte zusehen, dass ein Stop hier oben drüber liegt, nach Markttechnik ist das Ding kaputt. Ach, du hast nachgeschortet. Der Günni hat nachgeschortet, okay. Ups. Ja, ich merke das eben nicht mehr. Es ist, manchmal ist es ja für den Alten mal ein bisschen anstrengend, zwischen den Schirmen hin und her zu springen.
So, wir können genauso gut, guck mal hier, hier oben hatte ich Stops schon mal abgeräumt heute Morgen. So, wir können das auch mal versuchen, auf die Hauptbewegung zu legen. Dann mal zu gucken, was er überhaupt darf. So, und demnach darf er nach unten auf jeden Fall erstmal noch an die 9.141. Ja, wir behalten ihn noch ein bisschen im Blick. Nicht weinen. Ich kann mal ganz kurz, oder vielleicht kann mir auch einer auf die Sprünge helfen, so der Günther oder so, was wir an Volumen gemerkt haben. Wenn man vom Volumen reden kann. Zweiter neutraler Tag wäre die Alternative. Weil wir den Montag gestern dazwischen hatten, wäre das auch nicht unwahrscheinlich. Aber die Sprünge hier, die sind, ist ja nicht mehr, dass er ganz langsam gleitet und so von einem Tick zum anderen, sondern der springt ja hin und her, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Sieht aus wie so ein junger Bock bei Günther im Garten. Der Euro aber genauso. Wir haben noch keine Nachrichten verpasst heute, oder? Oder habe ich irgendwas verpennt? Hä? Jungs, Mädels? Nachrichten waren noch nichts mehr, oder? Wochentief im Euro hat er unterschritten, ja. Das ist nichts Besonderes, nur die üblichen Kriege, ja. Das hat uns schon mal ein Österreicher gesagt. So. Doch, Dienstleistungsindex war noch. Ja, ich sage, der Anlauf von unten war durchaus machbar und war auch berechtigt. Georg! Da läuft genau die Linie, die er von oben angelaufen ist, gerade jetzt von unten, ist ja einmal ganz kurz durch, hat da noch die Stops geholt. Wir müssen aber damit rechnen, dass er da nochmal ganz kurz durch spiked, bevor sich endgültig für Richtung Süden entscheidet. Aber wir müssen wissen, wenn er sich Richtung Süden entscheidet, dann tut's den Longies weh. Und den Bären treibt es ein lautes, schmatzendes, breites Grinsen ins Gesicht. Okay, Stops
sind klar. Ziele sind klar. Übergeordnete Ziele auch klar. Legt euch ein Fieber auf die Bewegung, dann könnt ihr damit auch arbeiten. Es schadet überhaupt nichts, ein Fibo nach dem anderen da mal drauf zu packen. Um zu gucken, um was zu gucken, wer weiß es. Das stinkt hier danach. Das tief hier nochmal und dann stinkt es hier unten fürchterlich danach, als wenn da so zwei, drei Jungs aufeinander krachen. Unsere Stunde ist ja auch schon lange rum. Oder ist ja rum. Also, wenn Fragen dazu sind, dann jetzt. Weil ich werde mich gleich verabschieden, sobald da durch sind. Stops für die Shorties, die, sagen wir mal, nervenschwach nur die Break-Even gehen können, bei 9.195,96 sowas und die anderen über die Oberkante. Durchaus machbar. Alles andere, Fragen per Mail. Wenn irgendwas unklar ist, dann Moin Karl, Mahlzeit Karl, Guten Nacht Karl. Wenn irgendwas unklar ist, Screenshot machen, mir schicken oder per E-Mail schicken, dann gehen wir morgen oder so darauf ein. Oberkante wäre die 9.240, richtig, da oben drüber. Der Euro hat eine genockt gekriegt, weil die Zahlen aus Amerika zu gut waren. Okay. Ergebnisse bitte von heute Nachmittag aufschreiben, da werden wir morgen Nachmittag drüber reden, nicht morgen früh. Morgen Nachmittag werde ich da ganz gerne mit euch drüber reden. Führt die Position sauber zu Ende, ich werde es ja auch im Auge behalten und dann reden wir morgen Nachmittag mal über die Ergebnisse, wer was heute Nachmittag hier rausgeholt hat. Okay? Dann bin ich dann mal weg. Halt einen Blick werfen wir noch auf den Dow, ob die das Ding nun schon dicht genagelt haben da. Natürlich nicht. Das gleiche normal, ungefähr in den gleichen Bereich. Und dann sieht das auch für Gap Close im Dow nicht so gut aus. Andreas SH. Ich habe dir vorhin eine E-Mail geschickt und dem Thorsten Z habe ich auch eine E-Mail geschickt. Wäre schön, wenn ihr das nachher macht. Ne, Andreas, ich weiß ja, was du heute Abend vorhast. Danke, mein Lieber. Bärbel, deine E-Mail beantworte ich nachher noch. Okay, in diesem Sinne bin ich dann weg, draußen ein bisschen den Regen genießen, bis morgen früh die einen und bis morgen Nachmittag die anderen. In diesem Sinne, tschüss, tschüss und moin, moin.